Hallo zusammen, wir haben gerade im vorigen Video folgende Division gelöst, ohne der Kommaverschiebung, ohne Kommafreimachen, das heißt so wie die Rechnung hier gestanden ist. Das Ergebnis war 92,12. Nun wollen wir uns die Probe zu dieser Division anschauen und schauen, ob wir richtig gerechnet haben. Wie rechnet man die Probe einer Division? Wir nehmen uns das Ergebnis der Division noch einmal her und multiplizieren das Ergebnis mit dem Divisor. Kommt dabei der Dividend heraus, wissen wir, dass wir richtig gerechnet haben. Also wir rechnen die Umkehrung. Ergebnis mal Divisor ist gleich Dividend. Okay? Schauen wir uns an, ob das stimmt. Das heißt, unser Ergebnis war ja 92,12 und unser Divisor ist 45,1 gewesen. Und wir schauen, ob der Dividend hier herauskommt. Okay, Strich drunter, wir unterstreichen mit Geodreieck, mit Lineal und geht schon los mit der Multiplikation. Wir beginnen bei der ersten Zahl vom zweiten Faktor, so wie immer. Das heißt, wir multiplizieren mit 4. 4 mal 2 ist 8. 4 mal 1 ist 4. 4 mal 2 ist 8. Und 4 mal 9 ist 36. Okay? Wir multiplizieren in weiterer Folge alles mit 5 und versetzen hier um eine Stelle nach rechts. Okay? Ist, glaube ich, noch ziemlich klar. 5 mal 2 ist 10. Bleibt 1 übrig, halten wir uns bitte. 5 mal 1 ist 5 und 1 ist 6. 5 mal 2 ist 10, bleibt 1. Und 5 mal 9 ist 45 und 1 ist 46. Okay? Weiter geht's mit dem 1er. 1er Vorteil von hinten an und für sich. Wir versetzen wieder um eine Stelle und könnten den ersten Faktor rein theoretisch abschreiben. Wenn wir das nicht erkennen, multiplizieren wir ganz einfach aus. 1 mal 2 ist 2. 1 mal 1 ist 1. 1 mal 2 ist 2. Und 1 mal 9 ist 9. Okay, so schaut unsere Multiplikation aus. Bitte Strich drunter mit dem Lineal. Und wir addieren alle drei Positionen und bestimmen dann den Stellenwert vom Ergebnis. Okay? Hier haben wir nur eine 2 stehen, sind wir schon fertig. Hier haben wir nur eine 1 stehen. 2 und 6 ergibt 8, 8 und 8 ergibt 16, bleibt uns 1 übrig, der gehört zum 9er dazu. 1 und 9 ist 10 und 0 ist 10 und 4 ist 14, bleibt wieder 1 übrig. 1 und 6 ist 7, 7 und 8 ist 15. Bleibt 1, 1 und 4 ist 5, 5 und 6 ist 11. Bleibt 1 und 1 und 3 ergibt 4. Das müsste jetzt das Ergebnis sein, das Richtige. Wir müssen noch den Stellenwert vom Ergebnis bestimmen. Dazu schauen wir uns die Angabe noch einmal genau an und zählen, wie viele Kommastellen haben wir in der Angabe insgesamt. Wir haben hier 1, 2 Nachkommastellen und wir haben hier eine Nachkommastelle. Das heißt, wir haben insgesamt bei beiden Faktoren 3 Nachkommastellen. Hat die Angabe 3 Nachkommastellen, dann braucht euch das Ergebnis 3 Nachkommastellen nach der Regel. 3 Nachkommastellen im Ergebnis, 1, 2, 3, das heißt, unsere Ergebniszahl lautet
4154,612. Das freut uns sehr, denn das ist unser Dividend vom Beginn der Division. Wir haben ja gesagt, wir multiplizieren das Ergebnis mit dem Divisor und der Dividend müsste herauskommen. Ist der Fall, stimmt proberichtig gerechnet, somit stimmt auch die Division vom Video vorhin und wir freuen uns, denn es ist schon wieder mal alles sonnenklar.